Hat es auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. Und 6-0 ist in meinen Augen. Also jeder Fußballer hat, glaube ich, das Ziel, gegen eine andere Mannschaft gerne hoch zu gewinnen und auf jeden Fall auch zu gewinnen. Und 6-0 hätte ein bisschen höher ausfallen können, meiner Meinung nach. Ja, erstmal Glückwunsch an Blau-Gelb, dass sie uns wirklich die Grenzen heute aufgezeigt haben. Ja, nach dem 0-4, also ich weiß gar nicht, was mit meiner Mannschaft heute los war. Die können viel besser. Mussten natürlich in der Halbzeit umstellen. Haben es auch probiert, haben prompt gleich das 0-5 gekriegt. Und im Prinzip war das Spiel da gelaufen. Ja, und ja, wie man jetzt umgeht damit, ja, natürlich die Mannschaft aufbauen. Wir haben jetzt am Dienstag noch bei Malzow das Spiel, einen Tag Pause leider bloß, was natürlich schlecht ist. Aber ja, Mannschaft aufbauen, morgen nochmal Besprechungen, nochmal ein bisschen auslaufen. Ja, und dann eben halt, wie gesagt, Kopf hoch und weiter geht's. Also mehr kann man eben halt zu diesem Spiel, glaube ich, nicht sagen. Naja, es war auf jeden Fall wichtig, dass wir dieses Spiel, diese drei Punkte heute mitnehmen. Und ja, wir waren zweite Halbzeit, wie man gesehen hat, nicht mehr so motiviert wie in der ersten Halbzeit, aber trotzdem war unser großes Ziel, einfach diese drei Punkte heute mitzunehmen, aufzusteigen nächstes Jahr und so will die nächsten Spiele auch weitergehen. Die Höhe ist extrem und wir haben ja gegen BSV am letzten Wochenende haben wir auch schon eine Niederlage kassiert, die unnötig war. Ja, heute war sie deutlich, war auch klar, Blau-Gelb war zwei Klassen besser. Ja, wie gesagt, Beste jetzt draus machen und weiter geht's. Und wir haben jüngeren Jahrgang hauptsächlich. Und man hat heute gesehen, dass man eben halt gegen Ältere besser spielen muss, um eben halt zu bestehen. Die Motivation, weil unsere letzten zwei Spiele, muss ich sagen, die waren nicht ganz so souverän. Und wir haben uns heute vorgenommen, dass wir heute einen super Spiel abliefern. Und ich denke, das haben wir heute auch gezeigt. Und das war uns wichtig vor dem Spiel nochmal gegen Malzow, damit wir nächste Woche volle Kanne nochmal Gas geben können und uns die drei Punkte da auch holen wollen. Selbe Schema war, nach Abspielfehler haben wir drei Tore kassiert. Ja, so war es. Und das darf einfach normalerweise nicht passieren. Ja, und ja, man muss daraus lernen. Natürlich, gar keine Frage. Ja. Und das werden wir auch machen. Ja, wie gesagt, Aufstieg werden wir wahrscheinlich jetzt leider abhaken müssen. Was vielleicht auch nicht ganz so schlimm ist. Wir werden nächste Saison eine gute Mannschaft haben, eine jüngere Mannschaft. Und jetzt mit den Älteren, die dann eben halt hochkommen, dann eben halt, ja, wird schon. Wir müssen einfach. Ja, also wie gesagt, Glückwunsch nochmal an Blau-Gelb, haben verdient gewonnen und ich hoffe auch, dass sie vielleicht den Aufstieg schaffen. Wir haben eine tolle Mannschaft. Ja, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ja, wir werden uns jetzt noch natürlich freuen, heute Abend wieder in unserer Gruppe vielleicht ein bisschen schreiben, wie wir uns freuen über die drei Punkte und dann wird es im Training wieder hart weitergehen. Der Trainer wird uns wieder gut motivieren und einstellen und dann werden wir nächste Woche auf jeden Fall heiß in das Spiel gehen.